Hey, ho, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Project Ozone Dingskirchens. Es wird Zeit, unsere Lava-Produktion zu verbessern. Ich habe ein bisschen hier Lorium eingeschmolzen von dem, was wir beim letzten Mal mit der Episode noch erstellt haben. Und wenn ich jetzt das hier mache, dürften wir, wenn ich, ich kann doch bestimmt einen Hopper irgendwo herstellen. Habe ich noch Eisen? Yep. Kiste, danke. Das hier, perfekt. Hopper oben drauf. Natürlich fehlt eine Fackel. Ich weiß noch nicht, wie das Sachen spawnen können sollen, aber ist ja auch okay. Sehr schön. Das ist nicht unglaublich schnell, aber es ist relativ zügig. Das steht, glaube ich, hier, wie schnell das tatsächlich ist. Ach nö, das ist ein Checkbox. Plutonium hätte ich natürlich auch gern, kann ich aber nicht machen. Das gibt nicht mal irgendwas dafür. Okay. Dann müssen wir langsam einmal die folgende Sache machen. Das ist jetzt erstmal nur vorübergehend. Das hier machen. Perfekt. Das dürfte unsere Produktionsgeschwindigkeit unerheblich verschlechtern. Unerheblich bleibt unerheblich, das ist klar. So. Und zwar hätte ich stattdessen gerne, wo sind meine Eimer? Da. Genau. Wenn ich das hier mache, kriege ich nämlich direkt Obsidian. Und wir brauchen 10 Stück davon, um in den Nether zu kommen. Und das, denke ich, wird sich anbieten. So ungefähr. Ja, das wird noch eine Weile dauern, bevor wir da tatsächlich hingehen können. Was haben wir sonst noch? Smeltery, Storage Control, Slave. Was braucht man dafür? Auch nichts sonderlich überragend Kompliziertes, auch wenn ich Slaves nicht leiden kann. Also diese, ich finde da im Normalfall keine Verwendung für. 5 Stein. Das. Oh, ich habe keinen Redstone mehr. Dann kann ich das im Moment vergessen. Außer wir gehen auf die nächste Stufe. Aber erstmal werde ich hier ganz kurz nochmal Lava schöpfen. Einfach weil ich gerade da bin und dann kann ich beim nächsten Mal richtig viel auf einmal herstellen. So, Dust, wir brauchen Dust. Das müsste doch auch möglich sein herzustellen. Denke schon. Wo ist denn das Ding? Sehr gut. Und schwupps. Ist halt nervig, dass man das so wahnsinnig oft machen muss. Und schwupps, schwupps, schwupps. Und natürlich erstmal was essen, ansonsten haut das gleich wieder nicht hin. Haben wir alles? Ich denke, das müsste passen. Was weiß ich. Ah, es kann sein, dass wir gar nicht so viel Kabel im Moment hatten. Das ist nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte mal mit leerer Hand reinschauen. Ja, wir haben nicht genügend Kabelstone gehabt. Na gut. Deshalb müssen wir das auch optimieren. Da brauchen wir Blazes für und dafür müssen wir in den Nether. Zu langsam für die Geschwindigkeit. Nicht, dass wir die Ressourcen in dem Maße brauchen. Das wird ein Spam. Genau, aus dem Grund. Schauen wir doch mal, das müsste, wie viel passen da noch rein? Ich glaube, langsam müsste ich voll, da müsste ich einen guten Schwung haben. Ich würde sagen, wir siften jetzt einfach mal 4 Stacks von dem Zeug. Bitte die beiden tauschen. Und dann dürfen wir genügend Redstone haben, um uns zumindest kurzzeitig über Wasser zu halten. Und dann können wir auch den Storage Slave machen. Der erweitert einfach nur die Reichweite, wenn ich mich nicht komplett täusche. Von diesen Drawern, wenn man mehr haben will.
Die ist aber im Moment noch nicht notwendig, weil wir nicht so wahnsinnig viele Ressourcen haben. Später vielleicht eher. So, haben wir bald alles gesiftet? Sieht gut aus. So, dann kann ich den Rest wieder hernehmen. Wie viel Redstone haben wir hier bekommen? 31 Stück. Nicht super viel, genügend aber trotzdem. Eisen, Cobblestone, Holz. So, das sollte. Oh, Gold. Gold und ein Drawer. Okay, Gold habe ich da. Sehr schön. Was fehlt jetzt noch? Ach ja, die beiden Dinger. Dafür brauche ich zwei Quarz. So, das, das. Dieses und das hier. Und weg damit. Sehr gut. Dann würde ich sagen, sollten wir uns dringend um die Sachen kümmern. Sonst steht unsere Lava-Produktion und das ist eine Verschwendung, vor allem wenn wir die Ressourcen brauchen. Gut, dann habe ich erstmal genug Lava. Perfekt. Und wir sollten ziemlich bald auf auf ein besseres System umsteigen. So, Nether. Nether-Portal. Ja, ich würde sagen, das kriegt eine eigene Plattform. Möglichst weit weg, dass ich das nicht die ganze Zeit im Ohr habe, wird meine Vermutung sein. Die Richtung, in die Richtung. Ja, die Richtung hier drüben. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3, 1, 2, 3, wackel in die Mitte. Und 1 und 2, 3. Irgendwann werde ich mal auf Kamera einen riesen Schwung von diesen Plattformen anlegen, dass ich das nicht jedes Mal mitbauen muss. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Natürlich ist es auch ein bisschen übertrieben für so ein winzig kleines Nether-Portal, die Sachen so großflächig zu machen. Ach ja, stimmt, das ist ja das ist ja auch immer so eine schöne Freude. 1, 2, 3, macht alles ungerade, aber das Nether-Portal ist natürlich, hat eine gerade Menge an Blöcken. Das ist immer brillant. Oh, und dann muss ich noch Flintenstiel herstellen. Meine Güte, ich habe auch noch gar keinen Stahl. Ach, nee, ich bin nicht in dem anderen komischen Modpack. So. Flint. Ich glaube, davon habe ich nicht mehr sonderlich viel. Nur 1000 Stück. 1000 Stück. Ja, 1000 von den Dingern. Das ist so durchgeknallt viel. Da muss ich ein bisschen vorsichtig mit sein. Ich glaube, ich sollte jetzt, wenn ich in Nether gehe, einfach mal da aufpassen. Oh, das habe ich auch erledigt. Sehr schön. For Stuff and Things? Für welche Stuff and Things? Können wir uns dann demnächst anschauen. Es kann auch sein, dass es ein ganz normaler Nether ist. Ein Slime Charm und ein Glowstone Ingot. Okay. Ein Slime Charm brauche ich nach wie vor nicht. Ich habe jedenfalls mal genügend Zeugs gemacht, dass das passen sollte. Ups. Ich will das Portal in Feuer setzen. Statt oder anzünden, wie auch immer. Und nicht das andere Zeugs, nicht meine eigenen Plattformen. Die brennen schon genug. Oh, wir haben einen regulären Nether. Okay. Wow, Nether Diamond Ore. Ich sollte nur vorsichtig sein, weil es sind jede Menge Pigmen, die das wahrscheinlich nicht so gerne hören. Was soll man hier eigentlich holen? Deep Dark Portal. Deep Dark Portal. Es braucht wahrscheinlich unglaublich viel Zeug. Steam Ingots kann ich, glaube ich, bekommen. Genau. Ich glaube, die sind relativ einfach herzustellen. Einfach Gold auf Lava. Quadruple, Quintuple, Quadruple, Quadruple.
Dafür habe ich nicht genügend Eisen. Okay. Lantern of Paranoia und. Cool. Evil Tier, das wird später eine Sache sein. Withered Skeleton. Da können wir uns auch später drum kümmern. Kobold und Ardite, dafür brauche ich die entsprechenden Spitzhacken. Das kann ich demnächst machen. Denkslash, na. Denk. Sehr gut. Der braucht Aluminium. Redstone Carbon Rod. Das braucht Carbon Nanotubes. Sie braucht Carbon Ingots. Dafür brauche ich Raw Carbon. Und Raw Carbon ist Blocks of Coal. Kann man alles machen. Wenn wir eine Smeltery haben. Das heißt, der nächste Schritt wird die Smeltery sein. Das ist auch wieder kein Problem. Hopper plus eins von denen. Ich nehme hier mal ein ganz kleines bisschen raus und schaue, wie viel. 25, 50. Okay, jetzt kommt was Tier, sehr schön. Der Rest darf dann wieder da rein. Den restlichen Cobblestone, nachdem das keine Void Vault ist, wie ich befürchtet hatte, kann dahin. Ich glaube, das kann man einschmelzen in zwei Diamond Ores. Ja. Lohnt sich aber im Moment gerade nicht. Und okay. Grout ist das nächste, was ich brauche. Dafür brauche ich einen Schwung Sand. Sand. Genau. Jetzt brauche ich dann, ehrlich gesagt, ich bräuchte ein bisschen Wasser. Und theoretisch will ich das eigentlich nicht so weit weg von einem Infinite Water Source machen. Na gut, das kann ich auch gleich beheben, indem ich mal. Oder habe ich ein Water? Water, wenn ich das mal eintippen kann. Wahrscheinlich am einfachsten, wenn ich das so mache. Und dann mal ganz kurz eine minimale Plattform drumherum baue, mit der ich das mache. 12, das ist groß genug. Das. Das, sehr schön. Ach, ich brauche das nicht Sand. Ups, Fehler von mir. Und jetzt kann ich einfach so machen. Und damit kriege ich mein ganzes Zeug. Ja, wie viele auch immer noch fehlen. Immerhin haben wir, ah ja, der erstellt das 16, okay, 1, 2, 3 und so weiter. Bis gleich. So, fertig. 64 Stück von den Dingern. Vielleicht lasse ich das Wasser auch da erstmal rumstehen. Kostet mich ja persönlich nicht sonderlich viel. Ich glaube Sand und Gravel. Ein Gravel habe ich zu viel. Grout. Sehr schön. Das dürfte reichen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich überall genügend Zeugs drin habe. 2, 4, 6, 8. Ich glaube, die haben noch keinerlei Fuel. Das kann ich beheben. So, jetzt dürften alle schmelzen. Oh, der hat auch keinen Fuel mehr. Dann machen wir ein bisschen so. Gut. Ich habe nicht super viel Kohle bekommen. Das ist aber auch noch tragbar. Ich finde diesen Holzcube hier so lustig. So, okay, ich glaube, ich müsste alles haben. Jetzt haben wir hier 200 drin.
300, 300, das passt. Jetzt wird wieder auf beiden Seiten kompostiert, das ist schön. Sealed Bricks, genau. Ich glaube, das ist eine der nächsten Aufgaben auch hier. Oh nein, ich muss erstmal noch die Partbilder-Sachen machen. Das. 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 Eins von denen. Das hier. Eins, zwei, drei, vier. Das ist so ganz klassisch. Stencil Table, da muss ich auch irgendwo Platz finden. Wahrscheinlich beim Netherportal. Irgendwas, was halt relativ weit weg ist und ich nicht ständig brauche. Pet Stencil Tool Station kommt hier hin. Pattern Chest dahin, Partbilder hier hin. So, mach mal einfach mal einen Schwung von denen. Das sollte hoffentlich dann ausreichen für alles, was wir vorerst brauchen. Claim, danke. Ein Witch Charm, danke. Das halte ich davon. So, jetzt brauche ich die ganzen Smeltery-Sachen. Dafür brauche ich auch Glas. Habe ich schon mal Glas hergestellt? Wahrscheinlich auch noch nicht. Ach, ich muss das dringend mal locken. Das darf da rein. Und dann darf hier ein Stack rein und da ein Stack rein. Die müssten genügend Power haben. Das wird zwar jetzt noch eine Weile dauern, bis ich soweit bin. Theoretisch könnte ich die auch. Wie viel habe ich hier noch? Habe ich hier noch 16 Stück? Yep. Dann kann ich auch einfach das machen und dann geht es etwas schneller. So, die Smeltery-Sachen sollten inzwischen, ups, gut genug sein, dass das funktioniert. Gibt es hier, ja, okay, Teams GUI, jetzt geht's, okay. Perfekt. Damit kann ich auch im Nether sein, ohne dass ich der ewig langen Zeit verliere. Das hier, das hier, das hier. War das nicht ein Seared Window? Seared Tank? Controller? Ich glaube, dann müssen wir die wichtigen Sachen eigentlich alle haben. Ach ja, Drain fehlt auch noch. Machen wir gleich zwei. Was fehlt denn sonst noch? Nur noch Bricks selbst. Wie viel wollen sie haben? Ein bisschen mehr, als ich im Moment an Grout habe. 8 Stück. Ja, das ist schaffbar. Sehr gut. Ja, ehrlich gesagt, ich stelle gleich noch ein bisschen mehr davon her. Wir werden noch die Smeltery ziemlich bald errichten. Was wollen wir dafür jetzt zunächst haben? Wie viel Zeit haben wir noch? Haben wir noch genug Zeit, eine weitere Plattform zu bauen? Ja, natürlich haben wir mehr noch Zeit, eine Plattform zu bauen. Ich würde wahrscheinlich die nach da hinten hinbauen. In die Richtung. Eins, zwei, drei. Zwei, drei, vier. Das hier hin und 2, 3, 2, 3 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ich bin in der Wildnis, das gefällt mir natürlich nicht. Maps, da muss ich natürlich den Teil hier auch noch claimen und Chunklohn. Chunklohn muss ich nicht. Okay, 37 von denen. Die Frage ist, wie groß mache ich dieses Smeltery? Eins. Eine Sache, die wir dringend brauchen, ist eine Axt. Ich werde sonst wahnsinnig.
Eisen da, 3 Stück. Danke. Wir werden später die Sachen alle optimieren. Das Ding brauche ich nicht mehr im Inventar behalten. So, damit dürfte es etwas schneller gehen. 2, 2 und 3. Ja, damit kann man arbeiten in der Geschwindigkeit. Ich baue die fast immer in der klassischen Variante, in dem 3x3. Heutzutage geht natürlich vieles anders auch, aber was weiß ich. Insert Window. Das kommt, denke ich mal, auf die Seite, einfach, dass hier Licht drin ist. Da muss kein Block hin. Ansonsten spawnen nämlich immer sehr, sehr gerne Gegner irgendwo drin und das ist ehrlich gesagt relativ doof. Ups, das ist natürlich dieser eine Block, auf den man tatsächlich klicken kann. Ein bisschen mehr könnte ich noch herstellen, wenn ich ein bisschen mehr Zeugs habe. Ich denke, ich habe noch einen Schwung Grout übrig. Ich würde wahrscheinlich schätzen, dass ich das Folgende machen sollte. Noch einen von denen und noch einen von denen und dann das hier und das ungefähr. Perfekt. Sehr gut, jetzt muss ich mich nur noch irgendwo hochbauen. Ich kann mich ja nicht den falschen Knopf drücken. Danke. 1, 2. Ich denke so ungefähr, das müsste passen. Und der letzte Ring. Dann haben wir auch ordentlich Kapazität. Nicht gigantisch viel, aber genügend. So, sehr schön, das darf wieder weg. Die Smeltery ist in Ordnung. Jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwo Lava und Transport von Lava und so Zeugs. Wahrscheinlich transportiere ich die Sachen hier mal weg. Ich hatte schon befürchtet, dass das Zeugs verschwindet. Ups. Dann machen wir das hier. Ich werde das jetzt einfach mal in die Nähe davon stellen. Dann können wir später schauen, wie wir das da am besten rüber transportiert bekommen. Wir haben schon 23 Minuten. Das heißt, ich muss mich langsam ein bisschen beeilen. Das ist, ehrlich gesagt, ein bisschen doof gewesen, die so weit nach hier hinten zu platzieren. Weil die nämlich dann nicht mehr in mein System reinpasst. Crucible. Hoppa. Hopper füllen mit Kabel, das passt. Dann brauche ich gleich ein paar Eimer, das kann ich dann gleich machen. Casting Basin, die Sachen hier hin. 1, 2, 3, 4. Wow, ich habe eine riesen Kapazität in dem Dings drin, das gefällt mir. Bucket, Bucket, Bucket. Und zwar keinen Clay Bucket, weil der wird nicht lang genug halten. Ein regulärer Bucket und in Glasflaschen kann ich Lava auch nicht transportieren. Wie schade eigentlich. Das macht so viel Sinn. Deshalb hatte ich gedacht, das wär doch bestimmt eine coole Sache. 90, 20, 40, 60, 80, 100. So, 2 Buckets von dem Zeugs. Okay. Users, werden die mehr, wenn ich die einschmelze? Inner Smeltery. Kann ich die überhaupt smelting gibt? Ja, passt. 2 Stück. Dann kann ich nämlich jeweils die Sachen machen. Die Dinger kommen dahin. Den Rest von dem Zeugs werde ich jetzt mal wieder irgendwo einlagern. Wir haben noch tonnenweise von dem Zeug. Naja,
Schon akzeptabel. Habe ich die am Laufen? Nein, habe ich nicht. Kein Wunder. Wo sind meine Torches alle hin? Habe ich die alle aufgebraucht? Das ist zwar überraschend. Ich glaube, ich habe sie nicht aufgebraucht, sondern nur irgendwo verstaut. Naja, was weiß ich. So ungefähr. Wir haben eine Handvoll Gold. Sehr gut. Und damit haben wir unsere Casts. Perfekt. Aber jetzt können wir Sachen richtig schön schmelzen. Na gut, ich würde sagen, das war's dann für die Episode. Wir sehen uns beim nächsten. Bis dahin, viel Spaß, ja, Leute. Bye, bye.